herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe des Sportplatzes, heute mit dem Jahresrückblick 2015. Ein sehr ereignisreiches Jahr geht zu Ende und ich habe mir gedacht, ich werde euch in dieser Sendung einen Überblick über das fernsehtechnische Schaffen bieten. Ich möchte nicht lange um den heißen Brei herumreden und wir sehen gleich als erstes einen Beitrag über das Spiel des EHC Salzburg Süd gegen den SV Schüttorf, das im Jänner im Rahmen der ersten Salzburger Eishockey-Landesliga stattfand. Beim Spiel des EHC Salzburg Süd gegen den SV Schüttorf zunächst einmal den rot spielenden Kester und Puck, die dieses Mal mit Bernhard Kugelbauer im Tor beginnen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Gäste an der Scheibe drückend überlegen und auf jeden Fall neuer Versuch. Schuss und Tor 1:0, herrlich herausgespielt im zweiten Drittel. Die Gäste gehen in Führung. Keine Chance für Michael Weiß, da irgendetwas zu machen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Gäste am Puck, Schuss, gute Aktion, herrlich gemacht und auch dieses Mal war Michael Weiß absolut ohne jegliche Abwehrchance. Spielstand 0:2 aus Sicht. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Die Gastgeber bleiben am Puck. Schuss, Nachschuss. Und Tor. Weiterer Treffer. Erster Treffer für die Gastgeber beim Stand von 1:3 aus ihrer Sicht. Doch die Gastgeber geben nicht auf. Wieder ein neuer Versuch. Die Gastgeber versuchen es über die linke Seite. Neuer Versuch. Pass. Aber auch dieses Mal ging der Puck zunächst vorbei. Nachschuss und Tor. Weiterer Treffer. Herrlich anzuschauen. Und ich glaube, dass man als Goalie nicht wirklich eine Chance hat. Jetzt wieder ein Schuss. Abgewehrt. Der Puck ging am Tor von Michael Weiß vorbei. Pass. Aber es bringt nichts ein. Gute Aktion von den Gästen. Jetzt wieder. Kontermöglichkeit. Schuss. Abgewehrt zunächst und gut aufgepasst von Michael Weiß, der sich in dieser Phase aufzeichnen konnte. Und das Tor war ja natürlich wie vernagelt. Die Gäste starten immer noch einen Angriff. Pass. Schuss. Und Tor, herrlich gemacht, keine Chance, da irgendwas zu machen. Und da das erste Drittel torlos blieb, musste natürlich das zweite Drittel auch einige Tore bringen. Und so sollte es werden. Wieder eine Kontermöglichkeit. Der EHC Salzburg Süd bleibt am Puck. Pass. Immer noch die Gäste an der Scheibe, aber 2:5 lautet der Stand nach 40 Minuten. Dann das Schlussdrittel. Neue Aktion, immer noch die Gäste am Puck. Gut aufgepasst von Michael Weiß, der sich in dieser Phase durchaus auszeichnen konnte. Neue Aktion. Pass. Immer noch Michael Weiß. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Jetzt wieder eine gute Aktion. Abgewehrt. Herrlich gemacht von Bernhard Kugelbauer. War nicht so einfach, wie es vielleicht in dieser Phase aussah. Gut gemacht, kann ich da als Goalie nur sagen. Dann wieder ein neuer Versuch. Wieder sind die Gäste an der Scheibe. Pass. Gute Aktion, immer noch ein Foul, ein angebliches, was es allerdings war. Es war hoher Stock, aber es war schwierig zu erkennen. Dann ein neuer Versuch. Schuss! Der Puck ging zunächst am Tor vorbei. Pass. Aber es bringt nichts ein. Jetzt wieder eine gute Aktion. Nachschuss.
und Tor. Weiterer Treffer. Keine Chance für Michael Weiß im Tor da irgendetwas zu machen. 6:3 der aktuelle Zwischenstand. Dann wieder eine neue Aktion. Wieder versuchen es die Gäste über die rechte Seite. Schuss, der Puck ging am Tor vorbei und auf jeden Fall durchaus eine sehenswerte Begegnung. Und Tor, weiterer Treffer. Auch dieses Mal war dem Torhüter das EHC Salzburg Süd, Michael Weiß, die Sicht auf jeden Fall verstellt. Wir bleiben gleich in dieser Phase. 7:3 der aktuelle Spielstand und es könnte auf jeden Fall aus Sicht der Gäste durchaus weitergehen. Ein weiteres Tor gibt es noch und der Endstand lautete letzten Endes sehr deutlich 8:3 für den SV Schüttorf aus dem Pinzgau. Auch in Monsee sind wir zu sehen und dort sind ja die Moonlakers, die ja auch heuer in der OÖJAHL spielen. Am Ende der Saison findet immer in Gmunden das Finalturnier statt und beim heurigen Finalturnier erreichten die Moonlakers Monsee den 3. Platz und wir sehen daher das kleine Finale zwischen den Moonlakers und den Innviertel. Im kleinen Finale des diesjährigen Abschlussturniers der oberösterreichischen Juniors Amateur Hockey Liga zunächst einmal dem Moonlakers am Puck, bei denen ich natürlich im Tor stand. Abgewehrt vom Reda Gole. Die Moonlakers bleiben am Puck. Wieder ein Angriff, aber der Puck ging an meinem Tor vorbei. Spielstand in dieser Anfangsphase natürlich 0:0. Jetzt wieder die Reda. Schuss. Abgewehrt. Die Moonlakers können gut aufpassen. Und somit einen Gegner jetzt wieder. Daniel Ebner an der Scheibe. Passt auf Richard Grasmeitner, die Nummer 56. Pass. Lukas Wagner am Puck, aber abgewehrt. Keine wirkliche Gefahr. Jetzt wieder ein neuer Angriff. Richard Grasmeitner versuchte. Gut aufgepasst von den Penguins, die jetzt wieder den Puck verlieren. Pass. Aber auch dieses Mal geht der Puck nicht ins Tor. Dann wieder ein Konter der Moonlakers. Können sich den Puck zurückerobern, versuchen es über die rechte Seite. Gute Aktion. Schuss und Tor 1:0. Daniel Ebner erzielt den ersten und auch sehr sehenswerten Treffer. Und es sollte so weitergehen. Die Moonlakers bleiben am Puck. Immer noch die Moonlakers. Schuss und Tor 2:0. Auch Richard Grasmeitner konnte sich in die Torschützenliste eintragen. Und das war auch der erste Drittelstand. Dann das zweite Drittel. Zunächst einmal die Moonlakers am Puck. Es steht 2:0. Die Räder können sich die Scheibe zurückerobern. Und jetzt wieder. Schöner Versuch der Moonlakers. Pass. Und gut aufgepasst vom Reda Gole, der an diesem Tag eine gute Leistung bot. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Kontermöglichkeit der Moonlakers wieder über die rechte Seite von Daniel Ebner abgewehrt. Und im Nachfassen konnte der Reda Gole einen Gegentreffer verhindern. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss. Clemens Ebner versucht es. Immer noch die Moonlakers. An der Scheibe steht 2:0 für die Moonlakers. Guter Versuch, aber ebenso abgewehrt. Es steht mittlerweile 3:0. Dann wieder ein Konter. Schuss, wirklich eine Parade. War nicht so einfach, wie es vielleicht auf diesen Bildern aussah. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Penguins sind an der Scheibe. Mittlerweile steht es 3:1 für die Moonlakers, die jetzt wieder am Puck sind. Der Puck befindet sich in der Angriffszone. Eine ziemlich häufige Szene bei diesem Spiel. Das Ganze noch einmal in Zeitlupe. Gerade empfiehlt das Tor
Neuer Versuch. Pass zunächst abgewehrt, aber im Nachschuss landete der Puck im Tor. 4:2. 1 für die Moonlakers. Klare Führung. Und es sollte so weitergehen. Neuerlicher Versuch der Rieder Penguins. Verlieren den Puck an den Moonlakers. Schuss. Aber der Puck ging am Tor vorbei. Dann das Schlussdrittel. Der zweite Drittelstand lautete 4:1 für die Moonlakers. Abgewehrt vom Rieder Goalie. Wie gesagt, an diesem Tag eine super Leistung. Pass. Jetzt wieder in Konter von den Rieder Penguins. Die hängen bleiben. Neuer Versuch. Aber auch dieses Mal ging der Puck am Tor vorbei. Jetzt wieder ein neuer Versuch der Penguins. Versuchen es über die linke Seite. Pass, aber der Puck ging nicht ins Tor. Jetzt wieder. Die Penguins bleiben an der Scheibe. Immer noch der aktuelle Spielstand von 4:1 für die Moonlakers. Gute Aktion, aber es bringt nichts ein. Jetzt wieder. Die Moonlakers. Pass. Wir befinden uns im Schlussdrittel. Die Penguins sind wieder im Angriff. Mir war die Sicht verstellt und Tor. Dieses Mal musste ich zum zweiten Mal bei diesem Spiel hinter mich greifen. Mir war allerdings die Sicht verstellt. Dann wieder ein neuer Versuch. Die Moonlakers sind wieder im Angriff, verlieren die Scheibe. Schuss. Der Puck ging dieses Mal zu meinem Glück am Tor vorbei. Und so steht es nach wie vor 4:2. Jetzt wieder die Moonlakers. Schöne Aktion. Schuss und Tor. Weiterer Treffer. 5:2 für die Moonlakers. Und es geht auch so weiter. Schlag auf Schlag in dieser Begegnung. Lukas Wagner versucht es. Und Tor. Weiterer Treffer. 6:2. Und das ist auch der Aussicht der Moonlakers, die damit Platz 3 erreichen. Der erfreuliche Endstand dieser Begegnung. Die Moonlakers aus Monze konnten dieses Spiel für sich entscheiden und erreichten, wie gesagt, schon den dritten Platz. Erfreulich ist auch, dass die Moonlakers mit mir den besten Torhüter bei diesem Turnier stellten. Und ja, und den Pokal habe ich euch natürlich hier mitgebracht. Als nächstes kommen wir zu einem Thema, das wohl mit Fug und Recht als die ursprünglichste Form des Eishockey bezeichnen werden kann, nämlich Bondhockey. Die Eisfüchse Saalfelden veranstalten nämlich jedes Jahr am Ritzensee den Bondhockey Cup, wo eben dieser ursprüngliche Form ausgeübt wird. Heuer war es das Spiel der Vikings-Herren gegen den HIP Stars, die ich mir für das einen Jahresrückblick ausgesucht habe. Beim Spiel der Vikings Herren gegen die Hipsters zunächst einmal die in Weiß spielenden Hipsters und Puck verlieren ihn an die Vikings Herren. Passt. Neuer Versuch, aber der Puck geht zunächst über die Bande. Neuer Versuch der Vikings Herren. Pass. Aber die Vikings Herren können weiterhin am Puck bleiben. Schöne Aktion, verlieren bleiben dran, aber der Puck ging zunächst nicht ins Tor. Wieder ein Angriff der Vikings Herren. Pass, aber der Puck geht nicht hinein. 1:0, der Treffer für die Vikings. Und auch dieses Mal kommt der Ausgleich in einer spannenden Begegnung 1:1. Dann ein weiterer Versuch. Pass. Es steht 1:1 in dieser Begegnung. Pass. Die Vikings hier bleiben dran. Kontermöglichkeit der Vikings Herren, den Geldspielern. Aber der Puck geht vorerst nicht ins Tor. Spielstand 1:1. Dann wieder ein neuer Zug.
Pass. Neuer Versuch. Schuss. Immer noch die Kinsern und Tor. 2:1 für die Red Stars, die damit in Führung gehen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Der Puck geht zunächst am Tor vorbei und die Hipsters können einen weiteren Gegentreffer verhindern. Jetzt wieder die Vikings Herren. Gut aufgepasst. Die wieder eine Kontermöglichkeit starten. Schuss. Und Tor. 2:2 der Spielstand in einem bis dahin sehr spannenden Spiel. Dann wieder ein neuer Pass. Gute Aktion, es bringt aber nichts ein, der Puck geht am Tor vorbei. Jetzt wieder die Vikings Herren, Pass, immer noch die Vikings Herren aus Capron an der Scheibe. Pass, neuer Versuch, Schuss, aber der Puck geht vorerst nicht hinein, jetzt ist er drinnen, weitere Treffer und die Vikings Herren verdienen letzten Endes 12:6 mit dieser Begegnung. Soweit also der Beitrag über den Bond Hockey Cup, der Eishöchste aus Halfelden, der jedes Jahr im Februar stattfand. In der vergangenen Eishockeysaison gab es auch mit dem Farmteam des EC Red Bull Salzburg eine Mannschaft, die auch an der MHL einer russisch-europäischen Liga teilnahm. Wir sehen also noch einmal den Beitrag über das Spiel des Farmteams des EC Red Bull Salzburg gegen Spartak. Beim MHL-Spiel zwischen dem Farmteam des EC Red Bull Salzburg und dem JHC Spartak Moskau zunächst einmal die Geste am Puck Schuss, aber es steht derzeit 1:1. Dann wieder die Geste, wir befinden uns nach wie vor im ersten Drittel. Kontermöglichkeit über die linke Seite. Der Puck geht zunächst am Tor vorbei. Schöne Aktionen hinter dem Tor der Alexis Scheib auf Nachschuss. Und Tor 2:1, keine Chance für den Salzburger Torhüter, da irgendetwas zu machen. Durchaus ein verdienter Treffer. Dann wieder ein neuer Versuch. Die Gastgeber befinden sich vor dem Tor der Gäste. Schön gemacht. Pass. Immer noch die Gastgeber am Puck. Verlieren ihn an die Gäste. Aber es bleibt vorerst beim 1:2 nach dem ersten Drittel. Dann das zweite Drittel. Wir sehen es auf dem Videowürfel. 1:2 der aktuelle Spielstand. Kontermöglichkeit. War gut aufgepasst von der Abwehr. Salzburger können sich nicht wirklich durchsetzen. Jetzt wieder ein neuer Versuch, gut aufgepasst von Alexis Scharipow im Tor der Salzburger. Dann wieder ein neuer Versuch. Wir befinden uns nach wie vor im zweiten Drittel. Kontermöglichkeit, Pass. Immer noch die Salzburger, aber es bringt nichts ein. Neuer Versuch, Pass. Die Nummer 74, das ist übrigens Corin Konradsheim, der auch schon einige Bundesliga-Einsätze verzeichnen konnte. Passt. Schuss und ebenso sehr gut aufgepasst. Und das Schlussdrittel beginnt jetzt. Wieder eine neue Aktion. Der Puck geht zunächst einmal am Tor von Alexis Scharipow vorbei. Und jetzt wieder die Salzburger. Kontermöglichkeit. Über die rechte Seite, Schuss, Nachschuss und Tor, Ausgleich zum 2:2, herrlich gemacht. Und auch dieses Mal war der Gästegoalie ohne Abwehr Chance. Neuer Versuch. Die Gäste bleiben zunächst am Puck. Pass. Jetzt wieder und auch dieses Mal gut aufgepasst vom Goalie der Gäste. Es steht aktuell bei dieser Phase 2:2. Dann wieder Bulli, Pass, immer noch das Salzburger am Puck, bleiben auch an der Scheibe.
und Tor. 3:2 für die Gastgeber, die damit auch diese Begegnung knapp, aber verdient für sich entscheiden. Der Jubel natürlich darüber groß. Endstand also 3:2 für Salzburg. Vom Eis wechseln wir jetzt auf den Fußballplatz, denn das nächste Spiel, das wir hier sehen, war im April aus der Salzburger Liga und da standen sich der SV Kuchl und der UFC Altenmarck gegenüber. Im Rahmen der Salzburger Liga fand am vergangenen Samstag in Kuchl das Spiel des SV Kuchl gegen den UFC Altenmarck statt. Die Gäste in den weißen Dressen sind zunächst im Angriff, verlieren ihn an die Gastgeber. Wieder ein neuer Versuch, aber kein Problem für den Goalie. Vielleicht jetzt ein weiter Abschlag. Pass. Die Gastgeber sind an Ball. Neuer Versuch, Kontermöglichkeit. Und der Ball geht vorbei. Keine wirkliche Gefahr für das Tor des Bonk C. Altenmarck. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Gastgeber versuchen es zunächst über die linke Seite. Pass. Immer noch die Gastgeber. Kontermöglichkeit. Überheben den Goalie, der viel zu weit aus dem Tor heraus ist. Und 1:0 für die Gastgeber. Und wie gesagt, das Tor wäre durchaus zu verhindern gewesen. Dann wieder die Gastgeber am Ball, verlieren ihn an die Gäste aus Altenmarkt. Pass, neuerlicher Versuch, war gut aufgepasst von Herrn Kuchlern. Spielstand 1:0. Jetzt wieder die Gäste aus dem Bongau. Pass, verlieren ihn wieder an das Kuchler. Wieder der SV Kuchl am Ball, wird hier attackiert und der Goalie, der Gäste, kann den Ball sicher nehmen. Jetzt wieder ein weiter Abschlag. Flanke, der Ball geht allerdings nicht ins Aus. Weiter Abschlag, neuer Versuch. Pass, immer noch die Gäste am Ball. Aber auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Gut aufgepasst vom Goalie der Gäste. Und es bleibt im 1:0 nach 45 Minuten, obwohl der SV Kuchl mehrere gute Torchancen in dieser Halbzeit vorgefunden hat. Dann die zweite Halbzeit, die Seiten wurden gewechselt, neuerlicher Versuch, Pass, zunächst einmal die Gastgeber am Ball, neue Aktion, gut aufgepasst vom Goalie der Gäste, der den Ball aus der Gefahrenzone bringt. Jetzt wieder ein neuer Versuch, Kontermöglichkeit, auch dieses Mal der Goalie der Gäste viel zu weit weg und Tor. 2:0 für den SV Kuchl. Schön gemacht und ja, auch dieser Schuss war nicht unhaltbar. Dann wieder ein neuer Versuch. Pass. Der Ball geht allerdings ins Out. Einwurf für Altenmarck. Pass. Und es bringt nichts ein. Jetzt wieder die Gäste. Schöne Aktion. Die Gäste zunächst einmal im Angriff, allerdings gut aufgepasst vom SV Kuchl. Gute Aktion. Beim Spielstand von 2:0 in dieser Begegnung. Die Gäste bleiben allerdings am Ball. Gut aufgepasst. Der Ball geht allerdings über das Tor. Das wäre durchaus eine gute Chance für die Gäste gewesen. Jetzt wieder ein neuer Versuch.
Der SV Kuchl am Ball. Neuerlicher Versuch, Kontermöglichkeit. Schuss und Tor, 3:0. Dieses Mal war der Goalie des UFC Altenmarkt chancenlos. 3:0 der aktuelle Spielstand, wie wir hier sehen können. Und hier ist das 3:1, wobei zu sagen ist, dass Silvio Zachetta vom SV Kuchl den Ball nicht festhalten konnte. Dann wieder ein neuer Pass. Tor, Hass. Immer noch Schuss und Tor. Das war die Antwort auf diesen Gegentreffer zum 4:1 dieser Begegnung, die damit entschieden war. Nächster Versuch. Pass. Weiter Abschlag. Der SV Kuchl bleibt am Ball, weil er sich wieder zurückerobern. Aber kein Problem für einen Goalie des UFC Altenmarkt. Dann wieder ein neuer Versuch. Der Ball geht zunächst ins Aus. Kontermöglichkeit für den UFC Altenmarkt. Der ist über die linke Seite versucht. Pass, 4:1 der aktuelle Spielstand, aber das Spiel endet mit 5:2 für die Kuchler. Die Gastgeber konnten dieses Spiel klar für sich entscheiden und sicherten sich somit einen weiteren Erfolg. Der Endstand in dieser interessanten Begegnung lautete 5:1 für den SV Kuchl. Als nächstes kommen wir zu einem Beitrag über die höchste österreichische Amateur-Fußballliga, nämlich der Regionalliga West. In diesem Jahr war ich nämlich unter anderem auch in Seekirchen und habe für euch die Bilder vom Spiel SV Seekirchen gegen den FC Höchst eingefangen, die wir noch einmal in diesem Jahresrückblick sehen werden. Beim Spiel des SV Seekirchen gegen den FC Höchst zunächst einmal die Gastgeber am Ball und gleich das 1:0 in der 9. Spielminute. Alles klar und schon ein guter Anfang für die Gastgeber, die in Weiß-Rot spielen. Dann ein neuer Versuch. Der FC Höchst ist am Ball, Pass und gut abgewehrt von Matthew O'Connor. Der Ball geht hinter das Tor und es bleibt vorerst beim 1:0 in dieser interessanten Begegnung. Dann wieder der FC Höchst ein weiteres Mal am Ball, verliert ihn an die Gastgeber, können sich aber wieder zurückerobern. Pass, gute Aktion. Pass, jetzt wieder. Die Gäste aus Vorarlberg bleiben am Ball. Schöne Aktion. Pass, aber auch da bringt es nichts ein. Kontermöglichkeit und wiederum hat Marcel Kanner den Ball. Doch die Gäste geben nicht auf. Erneute Kontermöglichkeit. Marcel Kanner sehr weit vom Gegner entfernt. Schuss und Tor, Ausgleich zum 1:2, das auch der Halbzeitstand nach 45 Minuten ist. Dann die zweite Halbzeit. Gute Aktion. Der Gastgeber bleibt am Ball. Weiter Abschlag. Versucht es, aber kein Problem für den Torhüter. Der Gäste, der Ball geht nämlich vorbei. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass, abgewehrt vom Goalie der Gäste. Spiel und Nachschuss und Tor. Ausgleich zum 2:2 in dieser durchaus sehenswerten Begegnung. Jetzt wieder Pass. Der Goalie der Gäste macht eine schöne Parade. Der Gast gewinnt beim Ball und der Nachschuss geht am Tor vorbei. Jetzt wieder. Der SV Seekirchen am Ball versucht es über die rechte Seite.
immer noch der SV Sickirchen. Pass, Kopfball und Tor, 3:2 für die Gastgeber, die damit wieder die Führung übernehmen. Wieder ein neuer Versuch, wird auch gefoult. Dieser Foul gibt einen klaren Elfmeter für die Gastgeber. Der Elfmeter wird ausgeführt, Schuss und Tor, 4:2 für die Spieler des SV Sickirchen, die damit auf 4:2 erhöhen. War sehr gut verwertet. Dann die Schlussphase. Kontermöglichkeit, zunächst noch eine kurze Abwehr und ein Nachschuss, landet der Ball im Tor. Die Gastgeber gewinnen dieses Spiel mit 5:2. Ein wesentlicher Teil meiner heurigen Berichterstattung war auch das Thema Inline-Skater-Hockey, denn in Bergheim gibt es ja seit heuer eine neue Inline-Skater-Hockey-Halle. So ist es kein Wunder, dass auch das Finale der zweiten Inline-Skater-Hockey-Bundesliga zwischen den Aetis und den Mattocks aus Wiener Neustadt hier in Salzburg stattfand, und dazu habe ich den folgenden Beitrag zusammengestellt. Im ersten Finalspiel der zweiten österreichischen Inline-Skater-Hockey-Bundesliga zwischen den Aetis und den Mattocks aus Wiener Neustadt zunächst gleich einmal der erste Treffer. Keine Chance für Philipp Kittler, der auch relativ 10 Minuten hinter sich gehalten. Jetzt wieder ein neuer Versuch und gute Parade des Goalies von den Aetis. War nicht so einfach, wie es aussah, aber es stand auf jeden Fall zu dieser Phase schon 0:1. Nachschuss, immer noch die Mattocks, und da gab es einen weiteren Treffer zum 0:2 aus Sicht der Aetis. Jetzt wieder ein Schuss von Thomas Rothböck und Tor, weitere Treffer herrlich herausgespielt und keine Chance für den Goalie der Gäste, da irgendetwas zu machen. Dann das zweite Drittel. Die Mattocks sind am Punktnall, Nachschuss, gut aufgepasst von Philipp Kittler, der an diesem Nachmittag eine ausgezeichnete Leistung bot. Die Aetis wieder am Ball, jetzt wieder Schuss und weiterer Treffer für die Gäste. Auch da muss man sagen, dass dieser Schuss absolut unhaltbar war. Jetzt wieder ein neuer Versuch, Schuss, weiterer Treffer. Leider an diesem Nachmittag eine sehr häufige Szene, wie man hier auf diesen Bildern erkennen kann. Nachschuss, gut aufgepasst, auch hier konnte Philipp Kittler durch eine wirklich sehenswerte Parade einen sicher scheinenden Gegentreffer verhindern und sein Können unter Beweis stellen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss, Tor, weiterer Treffer. Das war die Nummer 24, Nick Patka. Wie wir hier gleich etwas in einer Nahaufnahme sehen werden. Dann wieder ein neuer Versuch. Die Mattocks bleiben am Ball. Neuer Versuch. Pass. Aber es gibt einen schönen Schuss. Gut aufgepasst. Aber es hier an der Schlussleitung. Rückpass. Schuss. Gut aufgepasst. Kontermöglichkeit. Jetzt wieder die Gäste am Ball. Und geht so weiter. Eine ziemlich flotte Begegnung, wie man hier sehr deutlich auf diesen Bildern sieht, die ihr euch natürlich in voller Länge sehen könnt. Jetzt wieder ein neuer Pass, Schuss, der Ball ging am Tor, der Gastgeber vorbei, die sich wieder den Ball zurückerobern können, aber auch da bringt es auf jeden Fall genau genommen nichts ein. Jetzt wieder eine gute Aktion, Pass, Kontermöglichkeit, die jetzt wieder die Aetis am Ball. Schuss. Weiterer Treffer und die Gäste gewinnen mit 13:5. Die
sind begegnet. Also das Wichtigste zum Ergebnis: der Aetes gegen den Metox aus Wiener Neustadt. Auch heuer gab es in Osttirol das alljährliche Osttiroler Inline-Hockey-Turnier und bei diesem Osttiroler Inline-Hockey-Turnier räumten die Salzburger ab. Denn sowohl die Wildbiers aus Zell am See gewannen das Turnier und Torschützenkönig wurde Nikolaus Hartl. Bester Spieler wurde übrigens Jürgen Czernotter, der bei Zell am See spielt. An dieser Stelle mal ein herzliches Servus hinein zu den Zeller Eisbären. Und last but not least, was mich besonders freut, konnte ich den Titel Bester Tormann bei diesem Turnier nach Salzburg holen. Alles in allem ein aus Salzburger Sicht sehr erfreuliches Inline-Skate-Hockey-Turnier in Osttirol und ich freue mich auf eine Neuauflage im nächsten Jahr. Wir machen gleich weiter mit dem Thema Inline-Skater-Hockey, denn da gab es auch heuer erstmal den U16 Juniors Cup, der mit Bayern und Österreich gemeinsam gespielt wurde. Wir sehen also das Spiel der Vipers gegen Deggendorf. Auch die Vipers spielten gegen die Mannschaft aus dem niederbayerischen Deggendorf, die jetzt gerade am Ball ist und zunächst verliert. Pass eine Kontermöglichkeit startet und durch einen Schuss gleich in der Anfangsphase mit 1:0 in Führung geht. Doch die Vipers lassen nicht locker. Pass, schöne Kontermöglichkeit, Schuss und Tor. Das ist der Ausgleich zum 1:1. Auf jeden Fall aufgrund des Spielverlaufs. Er ist ja absolut verdient. Weiter geht es mit den weiteren Aktionen. Und dieses Mal konnte sich auch Stefan Resel im Tor der Vipers auszeichnen und einen Gegentreffer verhindern. Es gibt, wie wir hier sehen, Bulli vor dem Tor der Vipers. Hier ein klares Bild. Wir sind nach wie vor in der ersten Halbzeit. Die Deggendorfer sind am Ball. Schuss. Immer noch die Deggendorfer am Ball. Pass, jetzt die zweite Halbzeit. Die Gäste aus Niederbayern führen klar in dieser Partie. Kontermöglichkeit. Schuss. Und gut aufgepasst. Von Reise. Wieder ein Schuss. Schön gemacht. Die Vipers sind im Angriff. Aber auch dieses Mal geht der Ball am Ziel vorbei. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Immer noch die Vipers am Ball. Verlieren ihn an Deggendorf. Gute Aktion. Aber es ist abgepfiffen. Es gibt keine weitere Torchance. Jetzt wieder. Stefan Resler steht nach wie vor im Tor. Pass, aber es ändert sich nichts daran und die Gäste aus Niederbayern gewinnen diese Begegnung. In Skater-Hockey kommen wir jetzt weiter zum Thema American Football. Dieses Jahr war ich natürlich für euch im ganzen Land Salzburg unterwegs und habe unter anderem auch über das Spiel der Bonga Ravens gegen die Stirling Hurricanes berichtet. Beide Mannschaften sind in der 4. österreichischen Football-Bundesliga im Einsatz. Und ja, das Spiel brachte einige interessante Szenen, die wir jetzt noch einmal in diesem Beitrag sehen werden. In der Division 4 trafen die Bonga Ravens auf die Styrian Hurricanes aus der Steiermark. Die Gäste in den weißen Dressen machen einen Lauf, aber die Defense der Gastgeber passte sehr gut auf und konnte diesen Lauf stoppen. Dann wieder ein weiter Passversuch. Und das war auch gleichzeitig der erste Touchdown 0:6 aus Sicht der Bonga Ravens. Dann wieder ein Laufspielzug der Gastgeber, der allerdings relativ rasch gestoppt wurde und somit wenig Raumgewinn einbrachte.
Dann wieder ein neuer Versuch. Die Gäste bleiben am Ball, aber der Passversuch war inkomplett und bringt somit wieder Raumgewinn. Noch Punkte. Dann das zweite Viertel. Wieder die Bonga Rams. Ball. Seiten wurden gewechselt. Und jetzt wieder. Gute Aktion. Und dieses Mal haben die Gäste gut aufgepasst. Weiter Passversuch, der ebenfalls inkomplett war und somit auch ohne Raumgewinn blieb. Dann wieder eine Geste. Weiter Pass. Gefangen. Läuft über das ganze Spielfeld und damit in die Endzone. Bringt weitere 6 Punkte. Ein Touchdown war das logische Ergebnis. Und auch der anschließende Point after Touchdown war erfolgreich, denn der Ball ging zwischen den Torstangen hindurch. Dann das dritte Viertel, die Seiten wurden gewechselt. Zunächst einmal die Bonga Rams am Ball, aber die Defense der Gäste konnte die Bonga Rams sehr rasch stoppen. Pass, wieder ein neuer Versuch und dieses Mal gab es auch den ersten First Down für die Gastgeber. Herrlich herausgespielt und gut gemacht von der Offense der Bonga Rams. Jetzt wieder. Pass. Die Bonga Rams am Ball aber auch sehr gut aufgepasst. Es gibt weder Punkte noch Raumgewinn. Neuer Versuch. Gute Aktion und die konnten sich einigen. Jetzt wieder. Neuer Versuch, Pass. Aber der Pass war auf jeden Fall inkomplett. Die Gäste gewinnen mit 42:0 gegen die Bonga. Die Bonga Rams haben zwar dieses Spiel verloren, aber auf jeden Fall durchaus interessanten Football-Sport gezeigt. Wir werden natürlich die Daumen drücken und auch im nächsten Jahr vielleicht das eine oder andere Spiel dieser Mannschaft aufzeichnen und hier auf FS1 darüber berichten. Vom Football kommen wir jetzt zum Handball, denn da gab es in der Bayerischen Kreisliga das Spiel UAC Salzburg gegen die TUS Trauneuth und dieses Spiel sehen wir auch im folgenden Beitrag, den ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten möchte. Beim Spiel des UAC Salzburg gegen der TUS Trauneuth zunächst einmal den schwarz spielenden Gäste am Ball, die ihn zunächst in die eigenen Reihen behalten, Wurf und gut abgewehrt von Thomas Mannhardt in Dorter Salzburger. Wurf, Schuss und Tor, weitere Treffer für die Gäste aus Bayern. Dann wieder die Salzburger am Ball, Wurf, gut aufgepasst von der Abwehr aus Traunreuth. Wurf. Die Salzburger können den Ball in ihre eigenen Reihen behalten. Aber es bringt nichts ein, der Ball geht auf jeden Fall vorbei. Hier wieder ein Angriff der Gäste. Dann wieder die Salzburger, die am Ball bleiben. Eine Wurfmöglichkeit suchen, aber der Wurf war sehr ungenau. Dennoch bleiben die Salzburger dran. Und auch dieses Mal passte die Abwehr der Trauneuter sehr gut auf. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Wurf gut abgewehrt vom Trauneuter Kohle. Nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Dann wieder die Gäste aus Traunreuth. Auch hier ist zu sagen, dass sie einen ähnlichen Weg suchten, der Abwehr zu knacken, was allerdings nicht gelang, denn Thomas Mannhardt konnte sich den Ball sichern. Jetzt wieder ein neuer Versuch.
Wurf bleibt und gut abgewehrt von Thomas Mannert. Wie gesagt, eine ausgezeichnete Leistung. Da noch die Gäste am Ball. Werden hier nicht attackiert. Und abgewehrt. Schön gemacht von Thomas Mannert. Wurf, Tor für die Salzburger. Das alles, wie gesagt, noch im Rahmen der ersten Halbzeit. Dann die zweite Spielhälfte. Die Seiten wurden gewechselt. Immer noch sind die Salzburger am Ball. Neuerlicher Versuch. Wurf war abgewehrt vom Traunreuther Goalie. Dann wieder Freiwurf für die Salzburger. Auch beim Handball gibt es einen Strafwurf, der aufgrund der Tatsache, dass er auf 7 Metern Entfernung ausgeführt wird, 7 Meter genannt wird. Der Ball ging allerdings dieses Mal vorbei. Die Salzburger bleiben am Ball. Wurf und Tor. Weitere Treffer. Schön gemacht und keine Chance für den Traunreuther Goalie, da irgendetwas zu machen. Jetzt wieder die Gäste am Ball. Gute Aktion, schöne Kontermöglichkeit, aber gut aufgepasst von der Abwehr, somit keine wirkliche. Salzburger bleiben dran. Und Tor. Irgendwie ging der Puck, Rall über sich kreuzig ins Tor. Neuer Versuch. Die Traunreuther bleiben am Ball. Wurf gut aufgepasst vom Thomas Mannert und auch der Nachschuss war abgewehrt. Super Leistung, wie gesagt. Dann wieder die Salzburger. Wurf abgewehrt, kein Problem für den Goalie der TOS Traunreuther. Wurf und scheitert mit einem Kontermöglichkeit am guten Thomas Mannert. Jetzt wieder die Gäste. Pass. Immer noch die Gäste. Tor. Allerdings sollte das Tor in weiterer Folge ohne Ergebniskosmetik sein. Und die Salzburger können sich in der Schlussphase festsetzen. Immer noch die Salzburger und sie gewinnen auch diese Begegnung knapp mit 27:25 und verlassen damit die Abstiegsränge. Salzburger Handballer konnten dieses Spiel knapp aber doch für sich entscheiden. Vom Handball geht es jetzt auch gleich weiter ins Wasser, denn auch mit der Wasserball-Bundesliga ist mit Paris Lothron Salzburg eine Mannschaft aus unserem Sendegebiet vertreten. Die Salzburger spielten unter anderem auch gegen den WPC Tirol und wir sehen die Bilder dazu im folgenden Beitrag, der es ebenfalls ins Best-of geschafft. Im Westderby zwischen dem USV Paris Lothron Salzburg und dem WPC Tirol zunächst einmal den blau spielenden Gäste am Ball, können sie ihn allerdings an die Salzburger verlieren. Wir befinden uns nach wie vor im ersten Viertel und auch dieses Mal konnte sich der Goalie der Gäste und gut aufgepasst, es steht 0:1, wie man hier auf dem dann nach wie vor das erste Viertel, schöner Versuch und ein weiter Abschlag. Wurf, der Ball befindet sich in der gegnerischen Spielhälfte und im ersten Viertel war die Partie noch einigermaßen offen. Dann das zweite Viertel, Wurf,
Die Salzburger bleiben am Ball, können sich noch mal zurückerobern vor dem gegnerischen Tor. Jetzt wieder ein Angriff der Gäste. Wurf. Und diesmal landete der Ball im Tor von Salkan Samardžić, der übrigens auch im Nationalteam spielt. Wir befinden uns nach wie vor im ersten Viertel. Wurf und Tor. Ein weiterer Treffer für die Salzburger. Und das ist der Spielstand kurz vor Ende des zweiten Viertels, 7:5 für die Salzburger. Dann das dritte Viertel, die Seiten wurden zur Halbzeit gewechselt. Und es ist auch beim Wasserball so, dass die Schiedsrichter nach dem ersten bzw. dritten Viertel die Seiten tauschen. Jetzt ist der Gästegoalie im Tor, das hier bei uns ist. Wurf und Tor herrlich gemacht, ein schöner Torschuss und keine Chance für den Gästegoalie, da irgendetwas zu machen. Wieder die Salzburger. Gute Aktion, wurde mit einer Hand gefangen und es bringt nichts ein. Dann das Schlussviertel. Weiter Wurf, Pass, aber bleibt auch auf jeden Fall hängen, kein Torwurf, vielleicht jetzt, aber gut aufgepasst von einem Verteidiger des WBC Innsbruck. Der Ball geht zunächst einmal am Tor vorbei, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Salzburger diese Partie mit 20:11 für sich entscheiden konnten. So, langsam aber sicher kommen wir wieder vom Wasser aufs Eis, denn wie gesagt, die Eishockey-Berichterstattung gehört im Rahmen der Sendung Powerplay zum wichtigsten Teil hier bei uns auf FS1. Der Nachwuchs ist natürlich aus meiner Sicht auch ein wichtiger Faktor und für euch war ich in Zell am See und habe das Spiel EK Zell am See gegen den KAC in der U16 Bundesliga verfolgt. Die Bilder dazu noch einmal hier im Jahresrückblick auf FS1. Im U16 Bundesliga Spiel des EKZ gegen die Altersgenossen des KAC zunächst einmal die in Rot spielenden Gäste am Puck Schuss. Allerdings geht der Puck vorerst vorbei, Spielstand daher logischerweise 0:0. Dann wieder die Zeller Eisbären hinter dem eigenen Tor. Jetzt eine schöne Kontermöglichkeit. Aber auch dieses Mal ging der Puck vorerst vorbei. Die Zeller können in sich zurückerobern. Und Tor 1:0 für die Gastgeber. Ein durchaus optimaler Beginn. Doch die Freude darüber währte nicht lange. Denn nur wenig später sind wiederum die Gäste aus Klagenfurt am Puck. Tor und Ausgleich zum 1:1. Und es sollte so weitergehen. Die in Rot spielenden Gäste sind zunächst am Puck. Spielstand in dieser Phase nach wie vor 1:1. Es gibt Stau. Jetzt wieder. Schöner Versuch. Versuchen hindurch, aber scheitern am Goalie der Gastgäste. So lautete der Spielstand 1:1 unentschieden nach 20 Minuten. Dann das zweite Drittel mit einem nicht optimalen Beginn. Paar Schuss und Tor, und wenn der Passempfänger nicht gedeckt ist, darf man sich als Mannschaft nicht wundern, dass ein Gegentreffer fehlt. 1:2 der aktuelle Spielstand. Und die Gäste des KAC bleiben am Puck.
Wir befinden uns nach wie vor im zweiten Drittel. Der KC fährt jetzt wieder auf das Tor von Zellernso. Schuss. Abgeblockt. Jetzt. Immer noch die Gäste am Puck. Pass, Nachschuss und Tor. Weiterer Treffer. Auch da war ein klarer Verteidigungsfehler, sodass der Torwart des Zell Eisbären absolut chancenlos war. Jetzt wieder ein neuer Pass. Schöne Aktion, gut aufgepasst, aber die Gäste aus Klagenfurt führen nach dem zweiten Drittel bereits mit 3:1 und das auch von Gunter Schonzen aus Wertung verdient. Dann das Schlussdrittel. Jetzt wieder eine Aktion von den Zählern, die allerdings nicht wirklich etwas einbringen sollte. Dann Bulli. Gute Aktion. Und Tor, weiterer Treffer. Auch hier war dem Zähler Kohle die Sicht verstellt. Und da kann man als Kohle wirklich was machen. Jetzt setzen sich allerdings die Gäste im Angriffsdrittel fest. Schuss. Gut abgewehrt vom Zähler Kohle, der ansonsten eine tadellose Leistung bot. Jetzt wieder ein Entlastungsangriff der Zähler. Pass gut aufgepasst. Allerdings können sich jetzt die Gäste befreien, aber sie gewinnen auch mit 6:1. Okay, haben wir den Jahresrückblick begonnen. Mit Eishockey werden wir auch diese Sendung beenden. Denn der letzte Beitrag für diesen Jahresrückblick ist nämlich jener über das Spiel des EC Oilers Salzburg gegen den EHC Althofen, das im Rahmen der aktuellen Carinthian Hockey League stattfand. Dieses Spiel war sehr spannend und insbesondere im ersten Drittel konnten sich beide Goalies auszeichnen. So war es kein Wunder, dass erst im zweiten Drittel die ersten Tore fielen und diese Tore werden wir noch einmal im Beitrag sehen. Wir sehen also zu guter Letzt auch den Beitrag Oilers gegen den EHC Althofen. Im Spiel des EC Oilers Salzburg gegen Althofen zunächst einmal die Salzburger am Puck. Die Salzburger in ihren gewohnten weißen Dressen versuchen es, Kontermöglichkeit von der Althofener. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Im Tor der Salzburger beginnt Gregor Kohlhauser und etwas überraschend auf der Ersatzbank Alex Wagner. Gut abgewehrt auf jeden Fall vom Goalie Armin Kogler des ersten EHC Althofen. Wieder eine Aktion hinter dem Tor der Gastgeber. Die Oilers können sich den Puck zurückerobern. Neuerliche Kontermöglichkeit, aber keine Gefahr für das Tor von Gregor Kohlhauser und der Spielstand nach den ersten 20 Minuten lautete aufgrund der guten Leistungen von beiden Goalies torlos 0:0. Dann das zweite Drittel mit einem alles anderen als optimalen Start. Die Gäste sind am Puck, Schuss, Nachschuss und Tor 0:1 aus Sicht der Gastgeber. Wie gesagt, in der zweiten Minute des ersten Drittels. Und ja, wie gesagt, doch die Oilers geben nicht auf. Und da ist der Ausgleich zum 1:1 nur wenige Sekunden und das war auf jeden Fall die richtige Antwort. Und es sollte so weitergehen. Die Oilers nach wie vor im Angriff, Schuss, Nachschuss. Und Tor 2:1 für die Oilers, die erstmals in dieser Begegnung aufgrund des Spielverlaufes verdient in Führung gehen. Jetzt wieder ein neuer Pass. Wir befinden uns nach wie vor im zweiten Drittel dieser Begegnung. Gute Aktion. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Aber das 2:1
ist auch der Stand nach 40 Minuten. Dann der Schlussdrittel. Die Oilers bleiben im Angriff. Immer noch die Oilers. Schuss und Tor. Herrlich gemacht. Dieses Mal ein optimaler Start im Schlussdrittel. Zum 3:1. Keine Chance für den Goalie der Gäste. Und der Schlusspunkt gibt es jetzt einen weiteren Treffer ins leere Tor. Zum 4:1. Der Jubel natürlich auch entsprechend groß. Wie man hier auf diesen Bildern sehr deutlich sehen kann. Ein sogenanntes Empty Net Goal. Dann wieder ein neuer Pass. Der Goalie kam natürlich wieder zurück. Aber es ändert sich nichts. Die Oilers gewinnen diese Begegnung verdient mit 4:1. So war der Jahresrückblick auf das sehr ereignisreiche Jahr 2015. Und für mich als Sportler war es natürlich ein Jahr, wo man wirklich sagen kann, dass es mehr als erfolgreich war. Die drei Pokale, die ich hier mitgebracht habe und die wir hier noch einmal sehen, sind für mich ein klarer Beweis dafür. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche allseits noch eine schöne Zeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016 und ich freue mich als Sportler darauf, euch wieder weitere Paraden zeigen zu können. Als Fernsehreporter werde ich auch im neuen Jahr euch weiterhin Bilder von den Sportveranstaltungen in unserem Sendegebiet Freihaus via Wohnzimmer liefern. Danke fürs Zuschauen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das sagt euer Markus Dorn.